Ja, so, wir sind online. Herzlich willkommen zu einem, ja, wie soll ich sagen, faszinierenden Thema. Hat mich selbst sehr fasziniert. Azure Virtual Desktop und diesmal nicht in Azure, sondern on-premise auf Azure Stack HCI. Und dazu habe ich einen Gast, den Bernhard Frank von der Microsoft. Bernhard und ich, wir kennen uns schon ewig. Ich glaube, wir nähern uns bald den zweistelligen Jahren zur Historie, bevor der Bernhard Hallo sagt. Der Bernhard und ich, wir haben zu den guten On-Premise-Zeiten, zu den guten alten On-Premise-Zeiten, haben wir gemeinsam IT-Camps gemacht zu so Themen wie Hyper-V, System Center, was hatten wir denn noch? Windows, wie hieß es noch, dieses Windows WAP, Windows. Azure Pack. Azure Pack, genau. Und sind so durch die Lande getingelt und haben so eine Tagesveranstaltung gemacht mit vielen Leuten. Und ich erinnere mich sogar an eine Sache, ich glaube, Hyper-V für VMware-Administratoren. Das hat mir besonders viel Spaß gemacht. Aber jetzt stell dich mal vor, Bernhard. Ja, okay. Bernhard Frank, Cloud Solution Architekt in der Partnerorganisation bei Microsoft in Deutschland, das heißt für deutsche Partner zuständig, die Lösungen in Azure bereitstellen wollen. Und dazu bin ich, sage ich jetzt mal, noch jemand, der technisch unterwegs ist oder den Leuten als technischer Sparringspartner beiseite gestellt wird, auch Readiness-Maßnahmen betreibe. Genau, und ich kann natürlich nicht alles in Azure, deswegen gibt es auch Schwerpunktthemen bei uns und mein Schwerpunktthema ist Azure Infrastruktur. Und ich habe früher, wie es Carsten schon angedeutet hat, eben viel mit On-Premise auch zu tun gehabt, auch viel Windows Server System Center gemacht. In letzter Zeit weniger. Da war der Fokus stärker in Azure und jetzt geht es ein Stück weit mit Azure Stack HCI wieder ein bisschen mehr On-Premise, was mich natürlich sehr freut. Genau. Okay, Soweit dann zu gehe ich mir. mal in den Vollbildmodus. Ich habe unseren Teilnehmern versprochen, wir werden viel Demo machen. Der Bernhard und ich, wir haben mit ganz heißer Nadel mehrere Demo-Umgebungen zusammengestrickt. Da werden wir euch nachher noch was zu erzählen. Aber vorweg, bevor wir in die Demos gehen, hat der Bernhard noch ein paar Folien, wo wir so ein bisschen erstmal das Setting haben. Was ist Azure Virtual Desktop und warum ist das so interessant, das ganze Thema? Und warum ist es besonders interessant für On-Premises? Das heißt, ich gehe jetzt in den Vollbildmodus und Bernhard, los geht's mit den Folien. Okay, gut. Da ich jetzt nicht weiß, sage ich jetzt mal, wie viel schon bekannt ist von Azure Virtual Desktop. Ich denke, der ein oder andere wird es schon kennen, vielleicht auch in Azure ausprobiert haben, aber es wird wahrscheinlich den einen oder anderen geben, der noch nicht so viel mit Azure Virtual Desktop zu tun hatte. Deswegen gibt es vielleicht noch mal ein paar Folien grundsätzlich, wie der Service gestrickt ist, was die Denkweise vom Produktteam war. Und das bringt mich quasi gleich schon mal zu der Folie. Also für diejenigen von euch, die es schon kennen, ein bisschen ja, dabei bleiben, vielleicht nebenbei noch mal eine E-Mail machen, wenn es redundant ist, wenn es schon gewusst ist. Und für diejenigen von euch, die es noch nicht kennen, jetzt eben die Folien hier. Okay, was hat sich das Produktteam bei Azure Virtual Desktop gedacht? Also zum einen, sage ich jetzt mal, ist es natürlich ein Service, der in Azure läuft. Also, oder war ursprünglich als Azure-Only-Service gedacht. Wir haben quasi und unterliegt halt dann damit auch den Möglichkeiten, die Azure bietet. Also, sprich, ich kann natürlich Dinge über das Portal mir zusammenbauen, zusammenklickern, aber auch, ich sage jetzt mal, viele, viele Dinge lassen sich automatisieren, sei es jetzt über Azure Resource Manager Templates oder über PowerShell oder etwaige andere Command-Line-Tools, lassen sich quasi diese fertigen Umgebungen relativ schnell hochziehen, sodass auch ganz interessante Szenarien möglich werden. Ja, wenn ich früher gefragt hätte, wer kann mir mal schnell für eine Schulung oder für einen Workshop eine Terminal-Server-Farm hochziehen, dann hätten viele gesagt, nee, das mache ich nicht, ja, weil es zu viel Aufwand ist, vielleicht auch mit Hardware auch Aufwand verbunden ist. Aber in Azure lässt sich das relativ schnell in wenigen Minuten realisieren. Ja? Und somit kann man halt quasi einen Workshop auf Azure Virtual Desktop machen und die Umgebung danach wieder abreißen. Das hat natürlich auch Vorteile. Hardware muss ich in Azure nicht kaufen, sondern ich habe dann virtuelle Maschinen, die kann ich rauf und runter fahren, deallokieren und bezahle quasi nur für den Bereich oder für die Zeitdauer, wo ich es genutzt habe. Eine andere Sache ist das Thema, dass man im Prinzip
Jetzt habe ich ein Stück weit den Faden verloren. Dass man die Clients unterstützen will, wo sie gerade, auf welchem Device sie gerade sind. Ja? Also sprich, auf welchem Device, sei es jetzt ein Android-Tablet, sei es jetzt ein iOS, sei es jetzt ein Windows oder ein etwaiges andere Endgerät, sage ich jetzt mal. Also das heißt, der Zugang vom Client zum Azure Virtual Desktop soll möglich sein, und deswegen hat das Produktteam da auch zahlreiche Erweiterungen da im Prinzip geschrieben. Dann gibt es noch das Thema Migration, ja, und das gewinnt jetzt mit Azure Stack HCI vielleicht einen anderen Touch. Und zwar ursprünglich war es natürlich auch gedacht von dem von den Vielzahl der Terminal-Server-Farmen, die draußen laufen, auch einen relativ einfachen Weg in die Cloud nach Azure zu finden. Ja, weil letzten Endes macht ein Terminal-Server oder so ein Arbeitsknoten oder so ein Desktop, der vielleicht früher on-premise gelaufen ist, wie mache ich den zu einem Azure Virtual Desktop-Knoten? Eigentlich muss ich nur ein Stück Agentensoftware installieren und das mit meiner Azure Subscription quasi verheiraten, und dann zählt er quasi als Azure Virtual Desktop. Ja, das nimmt aber schon auch ein Stück weit ein bisschen die Demo vor, die wir machen wollen. Das war, sage ich jetzt mal, so die wichtigsten Use Cases oder Gedanken von unserem Produktteam da im Kopf. So, jetzt kommen ein paar Folien, die ich vielleicht eher euch mitgegeben oder mitgebe für eine Diskussion, die ihr beim Kunden führt oder für den Nachgang dann ein Stück weit braucht. Ich gehe da jetzt nicht alle Punkte im Detail durch, weil ich glaube, eine Demo ist dann auch durchaus interessanter und vielleicht auch gibt uns die Möglichkeit, ein Stück weit ein bisschen Frage und Antwort zu spielen. Und zwar, einerseits haben wir natürlich mit Azure zahlreiche Security-Möglichkeiten. Das heißt, ich kann die Umgebung dann noch ein Stück weit ein bisschen abdichten, abhärten. Und das kann ich jetzt auch mit Azure Stack HCI machen und einbinden oder davon profitieren auch. Scalability ist natürlich ein ganz klares Azure-Thema erst ursprünglich mal gewesen. Das heißt, ich kann meine Desktop-Knoten rauf und runter skalieren, welche dazunehmen, welche wegnehmen. Wenn ich natürlich ein Stück weit Hardware schon on-premise habe, kann ich das natürlich ein Stück weit auch noch tun, also virtuelle Maschinen oder Desktops dazunehmen. Aber die Hardware, die ist natürlich da. Der Azure Stack HCI, der ist gekauft und der will natürlich auch entsprechend ausgenutzt werden. Ja? Aber sollte der nicht ausnutzen, da lassen sich durchaus Szenarien einfallen, wo ich jetzt sagen kann, okay, ich kann die Überkapazität, die ich vielleicht an bestimmten Tagen, Monaten brauche, entweder in Azure abbilden oder auf meinem Azure Stack HCI On-Premise eben abbilden. Ja. Gut, gehen wir ein Stück weit vielleicht einfach mal weiter über die ein oder andere Folie hinweg. Die Folie werde ich ein Stück weit nochmal ansprechen. Die habe ich schon angesprochen. Also wir haben quasi Support für die alten Windows-Server 2012. Die sind auch erlaubt, quasi hier mit reingenommen zu werden. Es gibt eine Matrix für die supporteten Betriebssysteme, die ich quasi verhosten oder in diesen Desktops bereitstellen kann. Aber dazu komme ich dann auch noch gleich noch ein Stück weit dahinter, wenn es dann quasi um die Lizenzen geht oder um, wie man es so schön sagt, um die Eligibility oder ums Pricing dann. Was man auch Bernhard, wissen, ja. Ganz kurz, gut, dass du es sagst. Wir haben gerade schon eine Frage nach VDA-Lizenzen, aber das Lizenzthema sprichst du dann gleich nochmal an, ja? Ja, genau. Was man noch wissen sollte, ist, Azure Virtual Desktop bringt zahlreiche Optimierungen für Office 365 mit, oder das darf ich eigentlich gar nicht mehr sagen als Microsoft-Mitarbeiter. Ich muss jetzt M365 sagen. Aber ihr wisst, was ich meine. Also die Office-Produkte, die quasi verhostet werden oder in so einem Desktop laufen, die müssen ja teilweise wissen, sage ich jetzt mal, dass sie in der Terminal-Server-Farm laufen. Ja? Also wie geht es mit OneDrive? Vielleicht will ich da manche Dinge nicht auf den Desktops cachen oder ich will sie vielleicht schon cachen, aber ich möchte das Caching beeinflussen. Oder wie gehe ich, sage ich jetzt mal, mit den Postfächern um? Ja? Sollen die jetzt da abgelegt werden oder nicht abgelegt werden? Ja? Wie verhält sich Teams? Kann ich Video- und Audiosignale, sage ich jetzt mal, von meinem PC, ja, mit dem ich quasi an dem Desktop in der Cloud angeschlossen bin, kann ich die durchreichen? Wenn ja, wie mache ich das und wie fühlt sich das an und wie performant ist denn das überhaupt? Ja, alles das sind völlig valide Fragen und auch Dinge, wo ich würde mal sagen, wo man nicht vielleicht zu allen Punkten die hundertprozentig optimale Antwort haben, aber zumindest die Workload ist ganz klar im Kopf vom Produktteam. Und da sind auch schon zahlreiche
Änderungen damit reingekommen. Ja. Ich will es jetzt auch nicht einzeln durchgehen, sage ich jetzt mal. Das sind auch wahrscheinlich, ist auch nicht die komplette Liste und ich bin auch ganz ehrlich zu euch, ich bin kein Office-Mann. Ich könnte es euch wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen Fall nicht im Detail erklären, sage ich jetzt mal, was hier, sage ich jetzt mal, im Einzelnen alles gemacht worden ist. Aber es ist wichtig zu wissen, dass Azure Virtual Desktop gut mit M365 ein Stück weit zusammenarbeitet und es ist auch spezielle Art und Weise der Installation für das ein oder andere Produkt gibt. So, Produkt, Windows Virtual Desktop. Die Folie ist alt, weil es heißt ja jetzt Azure Virtual Desktop. Und vielleicht mal ein Stück weit die Architektur mal zeigen, was man da bekommt. Ja. Und ich erkläre jetzt im ersten Schritt, was ursprünglich, sage ich jetzt mal, gelauncht worden ist mit Azure Virtual Desktop, nämlich erstmal der Aufsatz, der nur in unseren Azure Rechenzentren möglich war. Ja. Denkt an Amsterdam, denkt an Dublin, da stehen unsere Hypervisor drin, da ist unser Software-Defined Storage drin, unser Netzwerk drin. Ja. Das wird natürlich genutzt. Und dann kommt was, was oben jetzt ein normaler Terminal-Server-Admin selber deployen müsste, ja, nämlich so ein Web-Access-Knoten, ja, oder den Broker-Service. Also sprich diese Terminal-Server-Rollen oder RDS-Rollen, wie man besser vielleicht formuliert, ja, die man jetzt selber auf Basis des Windows-Server, ja, wenn man das Ganze selber bereitstellen möchte, mühsam installieren müsste und bereitstellen müsste. Und das fällt quasi weg, das übernimmt die Microsoft, das übernehmen wir und diese Plattform wird quasi genutzt von den Usern. So, was ich allerdings dann machen muss als AVD-Administrator ist, ich muss die Desktops bereitstellen und die Desktops, die laufen in meiner Subscription in Azure. Ja, die sind Desktops, ganz normale virtuelle Maschinen mit einem Betriebssystem drauf, mit Anwendungen drauf, um die ich mich kümmern muss. Ich muss Backup machen, ich muss vielleicht eine Disaster-Recovery-Strategie machen. Ich muss die Anwendungen darauf installieren. Ich muss die Anwendungen up-to-date halten. Ich muss die Betriebssysteme up-to-date halten. Klar, es gibt Hilfsmittel auch in Azure für das zu tun. Oder man nutzt vielleicht andere Hilfsmittel, die man für das Betanken von Desktops aus der ganz normalen On-Premise-Welt nimmt. Aber es ist im Prinzip in meinem Zuständigkeitsbereich. Ja, und ich sehe auch diese virtuellen Maschinen da auftauchen. So, was hat das jetzt mit Azure Virtual Desktop zu tun? Ja, oder mit Azure Stack HCI? Weil der Teil, ja, der läuft jetzt quasi dann auf dem Azure Stack HCI Knoten. Also sprich, es wird zwar immer noch erstmal der Microsoft Broker Service genutzt, also für die User, die von draußen kommen, die kommen erstmal über die Microsoft Web Farm auf den Desktop, aber der Desktop selbst läuft nicht in Azure, sondern er läuft auf diesen Azure Stack HCI Knoten. So, bevor dass wir jetzt vielleicht gleich nochmal in die Demo springen, ein riesen Benefit, der mit Azure Virtual Desktop dazugekommen ist, ist eine besondere Betriebssystemvariante. Ja. Und warum hat man das gemacht? Naja, weil man oftmals bei solchen VDI-Szenarien ja folgendes Bild hat. Ja, jeder Nutzer kriegt halt so einen Desktop zur Verfügung gestellt mit einem Betriebssystem drin, ja, mit einem entsprechenden Shaping von der VM, also ein paar virtuelle Kerne, ein bisschen RAM, ja, und ein bisschen Storage-Platz. Und in der Regel schaut die Nutzung wahrscheinlich der User so aus, dass sie ein paar Peaks haben über den Tag verteilt, aber über einen ganzen Schnitt gesehen irgendwie dümpelt die Hardware oder die Infrastruktur vor sich hin. Also schlechte Ausnutzung. Wenn ich das alles mit Lizenzen bestücken muss, dann wird es vielleicht teuer. Deswegen will ich vielleicht was anderes haben. Deswegen will ich vielleicht eigentlich eher so eine Multi-User-Ausnutzung haben. Ja. Ich nehme dann vielleicht eine größere VM her, klar, aber ich habe dann vielleicht über die User hinweg verteilt ein besseres Lastverhalten und muss hier weniger, sage ich jetzt mal, zur Verfügung stellen oder weniger Infrastruktur machen. Ja, weil in Azure ist es ja so, jede virtuelle Maschine, die ich da habe, kostet was. Und wenn ich da eine virtuelle Maschine haben muss, die vielleicht ein bisschen größer ist, die ein bisschen besser ausgenutzt ist, dann spart mir das dann eigentlich gleich direkt Kosten. So, da muss natürlich das Betriebssystem mitspielen. Ja, und es war in der Vergangenheit immer das Windows Server Betriebssystem, das man dafür verwendet hat. Und das Windows Server Betriebssystem hat einen entscheidenden Nachteil, ja, es sieht halt aus wie ein Server, ja, auch wenn ich vielleicht es hübsch mache mit ein bisschen Desktop-Experience, ja, muss ich vielleicht dem User immer noch ein Stück weit erklären, wo er was wie findet und
eigentlich wollten die Nutzer eher das haben, was man auf der rechten Seite sieht, nämlich ein Desktop-Betriebssystem. Ja. Und herausgekommen ist im Zuge von Azure Virtual Desktop eine neue Edition von Windows, nämlich dieses Multi-Session Windows, das zum ersten Mal mit Windows 10 kam und nur im Kontext von Azure konsumierbar war. Ja. Also heißt, dieses Betriebssystem war nie irgendwo als ISO zum Herunterladen für zu Hause, ja, und ist auch, sage ich jetzt mal, nicht oder war bis dato nicht erlaubt, on-premise ausgeführt zu werden, ja, selbst wenn man es irgendwo heruntergeladen bekommen hätte. Ja. Also das heißt, das ist quasi schon mal ein interessantes Betriebssystem als Ausgangsbasis für so eine Desktop-Virtualisierung. Und mit Azure Stack HCI, ja, und mit der Ankündigung bekomme ich eben genau dieses Betriebssystem oder die Erlaubnis, dieses Betriebssystem runterladen zu können und bei mir zu Hause auf meiner Hardware betreiben zu können. So, und das bringt mich schon zur ersten Demo, weil das ist nämlich gar nicht so einfach, an dieses Image da überhaupt zu kommen. Ja. Deswegen vielleicht mal ja eine kurze Demo, weil das Herunterladen, sage ich jetzt mal, von dem Image dauert schon ein Stück weit auch. Und ich springe jetzt mal in was oder in eine vorbereitete Umgebung rein. Ich hoffe, das kann man jetzt dann gleich einigermaßen erkennen. Okay, sorry vielleicht ein Stück weit für die schlechte Auflösung hier gerade, aber ich hoffe, oder vielleicht probiere ich mal ein Reconnect, mal schauen, ob es dann vielleicht auch ein bisschen besser wird von der Auflösung her. Okay, also erster Schritt ist, ich verbinde mich jetzt mal dann gleich mit Azure und versuche quasi dieses Image lokal herunterzuladen. So, also was schon passiert ist, ich habe mich schon mal angemeldet an meine Azure Subscription würde jetzt quasi diese Vorlage, ja, dieses Windows 11 Multi-Session versuchen auszuwählen. So, und das ist gar nicht so einfach, weil, und das werdet ihr hier gleich sehen, in Azure gibt es nämlich nicht nur eine Microsoft, die quasi Images zur Verfügung stellt oder ja solche Vorlagen zur Verfügung stellt, sondern es gibt haufenweise Anbieter, die ja Betriebssystemvorlagen zur Verfügung stellen. Ja. Teilweise, weil sie selber in ihren Lösungen, wie zum Beispiel Veeam braucht den einen oder anderen Server oder SUSE, wenn sie ihre Linux, sage ich jetzt mal, verteilen wollen. Ja, das heißt, wir haben unterschiedliche Provider oder Publisher, die hier die Images bauen. So, und Microsoft ist da natürlich auch mit dabei, wenn ich es richtig schreiben kann. Und ihr seht hier, diese Images, die mich interessieren, die sind vom Azure Virtual Desktop Team und die sind unter dem Kontext Microsoft Windows Desktop quasi, ja, wenn man um ein Desktop-Betriebssystem, wenn es darum gehen soll. So, was haben die jetzt alles veröffentlicht? Das bringt mich zur nächsten PowerShell-Abfrage hier. Da gibt es auch zahlreiche sogenannte Offerings, ja. Nämlich angefangen mal hier von Windows 7, ist auch erlaubt, quasi noch verhostet zu werden als Azure Virtual Desktop. Es gibt Varianten mit Office 365 schon vorinstalliert. Es gibt die reinen Betriebssystemvarianten, wie dieses Windows 11 hier zum Beispiel. Aber ich möchte vielleicht eins haben, das da heißt, das im Prinzip schon das Office vielleicht mit dabei hat. Deswegen wähle ich hier dieses Office Offering aus. So. Dann im nächsten Schritt, ja, Office, worauf denn bitte? Auf welchem Betriebssystem? Das heißt, es bringt mich dann zur SKU. Ja, und da seht ihr schon, da wird es mit den Namen vielleicht schon ein Stück weit ein bisschen kryptischer. Ja, aber man kann sich es vielleicht, sage ich jetzt mal, nur einigermaßen zusammenreimen, dass da auch ein Stück weit eine Version mit dabei ist. Und Azure Virtual Desktop und M365 scheinen mir jetzt eigentlich mal die richtige Variante zu sein, um hier so ein Image darzustellen. So, das heißt, ich habe jetzt quasi mal nur vorselektioniert, von wem, was und welche Edition. Jetzt gibt es aber auch noch die Version, also sprich, wenn es da eine Bildvariante gibt, ja, weil wir bauen ja da ab und zu immer mal Patches mit ein und von dem her wäre es vielleicht sinnvoll, eine aktuelle Version zu nehmen. Und deswegen wähle ich mal hier diese letzte Image-Variante aus. So, und daraus mache ich Folgendes. Ich baue mir quasi jetzt davon eine Azure Hard Disk. Ich baue keine virtuelle Maschine aus dem Ding, sondern nur eine Platte. Ja. Und wo stecke ich diese Platte hin? Lasst mich mal gucken. Vielleicht stecken wir sie einfach mal in diese
Azure Stack AZ HCI AVD Ressourcengruppe rein. Okay, gut. Das sollte relativ schnell gehen. Ja? Also das heißt, wenn ich jetzt meinen Browser aufmache und in diese Ressourcengruppe reinwechsle, schauen wir mal, ob ich es finde. Nein, das war hier der falsche Screen. Okay, muss ich vielleicht nochmal eine Session aufmachen, weil ich leider vergessen habe, die richtige Browser. Ah, da haben wir sie. Okay, gut. Dann springe ich hier mal rein. Wie hieß sie? Es, glaube ich, war diese Ressourcengruppe hier. Und was ist passiert? Es wurde nur lediglich eine Disk angelegt mit dem Namen der entsprechenden SKU. Okay, und das Ding, das kann ich jetzt herunterladen. Ja, ich könnte es jetzt, glaube ich, sogar über das Azure-Portal runterladen, aber das dauert relativ lange, weil das Ding ist nämlich relativ groß. Es sind 127 Gig, die hier zum Runterladen sind. Deswegen mache ich das gleich mal auch über einen, über den schnellsten mir bekannten Weg, nämlich ich erstelle mir jetzt erstmal einen Zugriffstoken auf diese Platte. Das ist so eine Art temporärer Schlüssel, der jetzt hier, wie man sieht, der ist 5 Stunden lang gültig. Das könnte ich jetzt auch diesen Schlüssel oder diesen Download-Link mit diesem speziellen Token, könnte ich jetzt auch übers Portal mir zur Verfügung stellen lassen. Aber da ich jetzt alles quasi in PowerShell beieinander habe, mache ich es von hier raus. Und vielleicht ist für euch auch ganz interessant, weil ich würde auf jeden Fall gerne das PowerShell-Skript euch zur Verfügung stellen dann im Nachgang, wo euch vielleicht einige Zeit spart. Ja. Kannst du die Ease ein klein bisschen größer machen? Du hast ja unten den Schiebebalken, ja, weil wir haben immer mal wieder, wenn du umschaltest, ist es sehr gekrüsselt. Und okay, gut. Gut. Also, welcher Weg geht am schnellsten? Also ich habe jetzt hier diese Disk-URI, also diese 5 Stunden lang gültige URL. Also ich könnte ihn natürlich jetzt in meinem Browser eintippen und hier runterladen. Oder ich nutze einen schnelleren Weg und der schnellste mir bekannte Weg ist AZ-Copy. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich schaue mal, ob ich die Disk-Destination schon, haben wir die schon in dem System vorliegen? Ja, das werden wir jetzt gleich sehen, ob wir die da schon haben. Ich glaube, da liegt sie eigentlich schon, beziehungsweise, nee, das werden wir jetzt gleich sehen. Das heißt, starten wir mal diesen Download. Also und liegt wenn, nicht da, da sind schon die umgewandelten VADX, also leg genau los. Okay, dann lege ich mal los. Also das heißt, von dem Knoten hier werden jetzt die 127 Gig heruntergeladen. AZ-Copy ist sogar relativ schlau und macht dann die Bereiche, die, sage ich jetzt mal, leer sind, wo keine Nutzdaten drin ist, glaube ich, lässt sie dann effizienterweise weg. Okay, gut. Zurück in den Foliensatz nochmal. Es gibt ja noch das. Während du umschaltest, ich kurz was zu AZ-Copy. Also wir brauchen ungefähr 5 Minuten, um diese 127 Gigabyte Daten runterzuladen. Was mich sehr verwundert, weil wir haben nur in Anführungsstrichen eine Gigabit-Anbindung da, wo wir jetzt gerade die Server stehen haben. Also das AZ-Copy muss da sehr intelligent entweder komprimieren, nehme ich mal an, oder es nutzt außerdem die ganze Bandbreite. Also in 4,5 Minuten 127 Gigabyte zu laden über eine Gigabit-Leitung, das geht nicht. Ja. Aber gut, Bernhard, wieder zurück zu dir. Ja. Also und auch dir, die Folie hier müsste ich schon erweitern um Windows 11. Auch da gibt es die 2 Varianten von Multisession, also dieses Betriebssystem, das quasi erlaubt, dass sich gleichzeitig mehrere Nutzer darauf anmelden können. Gibt auch die entsprechenden anderen Varianten, die hier dargestellt sind. Und was auch nicht mehr, sage ich jetzt mal, stimmt, das sind die VMs in Customers Azure Subscription. Das ist mit Azure Stack HCI natürlich nicht so. Das heißt, da sind die VMs also auf dem Azure Stack HCI dann quasi logischerweise gehostet. Ja. Okay, also jetzt vielleicht interessanterweise zu den Kosten oder zum Pricing. Was gibt es da? Und da ist es ein Stück weit abhängig, wie es, sage ich jetzt mal, mit was sich der Nutzer verbinden lässt. Also wenn ich jetzt von meinem Client-Gerät komme und der Desktop, auf dem ich mich verbinden lasse, hat ein Windows 11 Multisession, ja, dann brauche ich eine dieser obigen Lizenzen. Also zum Beispiel vielleicht eine Windows 10 Enterprise E3.
Ja, wenn da noch Office mit drauf ist und ich möchte das nutzen, ja, dann bräuchte ich halt eine M365E3 zum Beispiel, ja, je nachdem, wie viele Office-Produkte ich da mit benutzen möchte oder sowas. Ja, also das heißt, wir gucken eigentlich auf den Desktop selber, ja, und vielleicht oder auf das, ja, also auf dem Azure Virtual Desktop selbst, ja, und da ist es uns eigentlich egal, von welchem Endgerät der Client herkommt, ja, wir schauen im Prinzip, mit was lässt sich der Nutzer da verbinden. Bernhard, kurz. Das gilt für Azure Virtual Desktop. Ich weiß nicht, ob die Preise schon für Azure Stack HCI bekannt sind. Also alles, was du jetzt sagst, um auch dich da in Schutz zu nehmen, gilt für das Ganze in Azure. Mhm. Das finale Pricing auf Azure Stack HCI ist wohl noch nicht bekannt, es sei denn, du weißt was Neues. Aber mir wäre Genau. Wir sind ja noch im Public Preview. Ne? Ja, genau. Und finales Pricing, sage ich jetzt mal, ist noch nicht vorhanden. Aber was ich schon sagen kann oder so wie ich es verstanden habe, ist, und da können wir auch nochmal auf die Folie gucken, irgendwie, die ich zu Azure Stack HCI mit drin habe, ist, dass diese Lizenz auch benötigt wird. Also du brauchst, wenn du Windows 11 Multisession auf deinem Azure Stack HCI hostest, auch als Nutzer diese Lizenz. Okay. Anderenfalls, also wir haben noch die Variante, der Desktop könnte natürlich auch ein Serverbetriebssystem sein. Da ist es dann so, dass die Lizenz eine andere ist. Das heißt, ich brauche als Nutzer da eine CAL oder eine SAL, wie es im Hosting oder im Service Provider License Agreement heißt. Ja. Und was jetzt auch neu ist oder neu hinzugekommen ist, ist die unterste Lizenzform der Per-User-Access-Pricing for External Users. Ja. Das heißt, das ist eigentlich vielleicht für diejenigen spannend, die quasi so eine Art Service-Provider-Modell mit Azure Virtual Desktop fahren oder vielleicht ein Stück Software haben, weil sie eine Softwarefirma sind und die wollen sie verhosten. Und da man ja vielleicht als Service-Provider nicht zwingend sicherstellen kann, dass der Endnutzer irgendwie die Lizenz vielleicht oben hat, ja, oder man hat vielleicht externe Nutzer, dann kann man im Prinzip dieses Per-User-Access-Pricing machen und die Nutzungskosten oder die Lizenzkosten werden quasi direkt auf die Azure-Subscription entsprechend mit draufgeschlagen. Ja. Was bei den anderen beiden Lizenzen oben ja nicht in der Azure-Subscription irgendwo zu Buche schlägt, ja, kann man, sage ich jetzt mal, mit der Per-User-Access-Pricing dann jetzt neu machen. Ja. So, war es das jetzt mit den Kosten schon? Nein. Bei Azure Virtual Desktop kommen die Desktops natürlich noch dazu. Ja, das sind virtuelle Maschinen in Azure und eine virtuelle Maschine in Azure kostet was. Ja, was kostet die? Naja, die verbrät CPU, die hat Storage, die produziert Netzwerktraffic vielleicht auch. Ja, und das sind die Counter, nach denen entsprechend halt hier gerechnet wird. Ja, aber die Preise sind ganz normal wie eine Azure Virtual Maschine auch, ja, mit Ausnahme des Betriebssystems. Ja. Das Betriebssystem rechne ich dann nicht mit. Warum? Naja, weil der Nutzer das Betriebssystem ja quasi schon über eine dieser Lizenzen hier mit drin hat. Also das heißt, wenn ich meine virtuellen Maschinenkosten in Azure bezahle, ja, dann zahle ich die reinen virtuellen Maschinenkosten, nicht das Windows, das dann noch on top mit drauf ist. Also das heißt, ich nehme den Linux-Preis von der VM, ja, wenn man im Preiskalkulator nachschaut. So ist es quasi für Azure Stack, für Azure Virtual Desktop. Ja, so war es bisher. Ja, gilt auch noch, wenn ich es nur in Azure mache. Wenn ich jetzt allerdings das Ganze auf Azure Stack mache, was gilt dann für mich? Naja, ich brauche immer noch die User Access Rights für den Desktop. Ja, also sprich, irgendeine Lizenz, die quasi eligible ist, um so einen Desktop zu verwenden. Also eine Windows 10 E3 zum Beispiel. Ja. Dann habe ich quasi noch die Infrastrukturkosten. Gut, das ist jetzt keine virtuelle Maschine mehr in Azure, sondern das ist eine auf Azure Stack HCI, aber Azure Stack HCI kostet ja auch was, ja, deswegen habe ich diese Kosten noch. Und dann habe ich eigentlich noch, oder was noch neu dazu kommt und was man noch nicht wissen, wie teuer das ist, ist im Prinzip diese Hybrid Service Fee. Ja, das heißt, momentan kostet das noch nichts, ja, aber für diesen AVD-Service On-Premise wird es wohl irgendwo ein Preisschild geben, ja, und der wird quasi berechnet nach, was ich jetzt mitbekommen habe, irgendwie nach der Anzahl der virtuellen Kerne, die ich ja quasi in diesen Session-Hosts da
verwende. Ja. Wer mehr wissen möchte, was momentan ist, unten habe ich einen Link eingeblendet, aber so ist mein Verständnis von dem gegenwärtigen Licensing. Okay, schauen wir vielleicht nochmal zurück in die, auf die Demo-Umgebung. Vielleicht ist es, sage ich jetzt mal, auch Dings schon fertig. Also sprich, mein AZ-Copy ist fertig. Und wenn ich jetzt mal in den Ordner reinspringe, dann sollten wir jetzt hier eine, diese Platte hier sehen. Und ihr seht, die hat 127 Gig oder ja zumindest das, was hier angezeigt wird. Also und mit dem Ding lässt sich eigentlich schlecht hantieren. Das heißt, die Empfehlung ist, dieses Ding zu nehmen und dann nochmal zu konvertieren in eine Dynamically Expanding VHDX-Datei, also eine, wo ich dann letzten Endes dann später mal eine Gen 2 vor allem draus bauen kann. So, auch hierfür gibt es ein Stück Codepfad und ich glaube, den Schritt haben wir schon gemacht, oder Carsten? Kann es sein? Gibt es diese Disk schon? Lass uns mich mal gucken. Ich könnte es auch, sage ich jetzt mal, einfach machen, Test, Path, was ja immer das Skript, ne, mit Disk, Final, Destination. Ah ja, okay, gut, ihr seht, das Ding ist schon da. Also ich habe es quasi schon mal umgewandelt und habe hier quasi so eine VHDX erzeugt. So, gut. Also das heißt, das wäre jetzt hier die Basis fürs Erstellen von so einem Desktop. Und das machen wir dann gleich auch nochmal im nächsten Schritt. Dann lasst mich nochmal kurz in die Folien nochmal reingucken, denn es gibt ein paar Requirements für Azure Virtual Desktop und die gelten auch, sage ich jetzt mal, für Azure Virtual Desktop auf Azure Stack HCI. Also, ich brauche eine Azure Subscription. Okay, gut. Ist Common Sense. Dann brauche ich ein Azure Active Directory. Okay, gut, klingt jetzt nicht unlogisch, aber warum? Naja, weil später werden wir Leuten oder Nutzern Zugriffsrechte geben auf Desktops. Ja? Und das müssen Nutzer sein, die quasi in diesem Azure AD ja, vorhanden sind. Also diese User müssen in diesem Azure AD in irgendeiner Art und Weise vorhanden sein. Ja? Weil ich in Azure sage, hier dieser Nutzer aus diesem Azure AD hat Zugriff auf den Desktop. Ja? Also das heißt, das ist zwingend notwendig. Dann war es noch so, dass ich quasi ein Stück weit das Mittlere gebraucht habe. Das ist, sage ich jetzt mal, aufgelöst ein bisschen. Ne? Also das heißt, es ist eigentlich schon, sage ich jetzt mal, wie es hier dargestellt wird, dass ich zwei Möglichkeiten habe, die Desktops zu platzieren. Also entweder werden die Desktops Mitglied einer Domäne, im klassischen Domänencontroller, ja, oder sie werden Mitglied von einem Azure AD. Ja, was neu ist, damit wird dann quasi die Voraussetzung, dass ich einen klassischen Domain-Controller zur Verfügung stelle, wegfallen. Um ehrlich zu sein, ich habe noch nicht die Azure AD Only Features mit Azure Stack HCI ausprobiert. Ja, die Demo, die wir dann gleich machen werden, nutzen Desktops, die auch in einer On-Premise-Domäne mit gejoint sind. Ja. Aber für den Azure-Anteil, sage ich jetzt mal, also wenn man jetzt hergeht und Azure Virtual Desktop allein in Azure betreibt, kann es durchaus Sinn machen, diese Domain-Controller Requirement quasi aufzulösen und überhaupt nicht zu verwenden, ja, gerade in kleineren Szenarien. Gut, also es gibt ein paar Voraussetzungen und vielleicht wird es klarer, wenn wir uns dann nochmal die Umgebung anschauen, die wir quasi on-premise letzten Endes haben. Was wir uns, sage ich jetzt mal, noch, was man noch wissen muss, ist, ist, dass ein Stück Agentensoftware auf diesem Desktop installiert wird, um letzten Endes dann mit Azure Virtual Desktop quasi sich zu verheiraten. So, jetzt lasst mich noch mal eine Folie noch mal erklären, denn die brauchen wir jetzt gleich, wenn wir dann in die weitere Demo springen. Also Azure Virtual Desktop bringt ein paar Artefakte mit sich. Das eine ist, habe ich gerade erwähnt, wir haben Nutzer, die irgendwo in einem Azure AD vorhanden sein wollen. Ja? Die müssen ja irgendwo sich dahin connecten. Also es muss irgendwo festgestellt oder klargestellt werden, was diese Nutzer dürfen oder auf was die Zugriff haben. Ja? Und das wird über eine sogenannte Application-Gruppe definiert.
Diese Application-Gruppe, die hängt aber ab von dem jeweiligen, ja, von der jeweiligen ausführenden Umgebung, nämlich den Desktop selber, ja, weil der Desktop Windows 11 hat bestimmte Anwendungen installiert, ja, und diese Desktops, diese identischen Desktops, ja, die werden in einem sogenannten Hostpool beschrieben, ja. Das ist quasi eine, wenn man so möchte, so eine Ansammlung von identischen virtuellen Maschinen, ja, wie groß sind die, was für ein Betriebssystem haben die, wie viele Nutzer dürfen da vielleicht gleichzeitig drauf, ist es ein dedizierter Desktop, also ein User immer wieder denselben Desktop, oder ist es eine gepoolte Ressource, ja, das wird alles hier in so einem Hostpool dann beschrieben. Ja. Gut, und als drittes Artefakt habe ich dann so, wo ich dann sage, okay, was darf denn der Nutzer dann letzten Endes sehen in seinem Client, in seinem Zugriffsclient? Ja, das wird über diesen Workspace definiert. Ja. Und wenn ich die Sache einrichte, dann ist das die richtige Reihenfolge. Also ich lege zuerst den Hostpool an, ja, dann definiere ich, sage ich jetzt mal, die Application-Gruppe und sage, welche Nutzer dürfen auf diesen Desktop, der vielleicht in 1 gehostet wird, zugreifen. Ja. Und dann mache ich das Ganze vielleicht noch visibel für den Nutzer in einem sogenannten Workspace, ja, damit der das dann, der User das dann auch letzten Endes dann später sieht. So, und die Schritte, die mache ich jetzt mit euch, ja, aber ich mache sie wohl, sage ich jetzt mal, so, dass man sie, dass dieser Desktop, ja, den wir hier unten haben, dass der quasi on-premise dann läuft. Okay, gut. Dann zurück zur Umgebung. Und ich muss jetzt mal in die, nein, nicht den richtigen Browser finden. Okay, also wir springen in die Azure Virtual Desktop Umgebung rein und gehen mal hier unter den Bereich Hostpools. Und da werdet ihr sehen, da haben wir schon ein paar Hostpools angelegt. Drei, die vom Namen her zumindest nach schon mal on-premise sind und einer, der quasi in Azure läuft. Ja. Sieht man jetzt hier nur eigentlich von der Namensumgebung, so von den Ressourcen her, sieht man es erstmal noch nicht. Okay, aber lass mich mal einen neuen Hostpool anlegen, damit er den Schritt dann mal gesehen hat. Also richtige Azure Subscription auswählen, das wäre in meinem Fall die hier. Richtige Ressourcengruppe auswählen. Ich bin jetzt da mal hier faul und packe das alles hier in eine rein. Und dann sage ich mal, okay, das wird jetzt mein On-Prem Hostpool 4 vielleicht, ja. Und die Speicherung der Metadaten, also welche Nutzer vielleicht letzten Endes dann später sich mit diesem Hostpool connecten können, die sollen nicht in West US sein, sondern in West Europe. Der Punkt hier, den setze ich jetzt hier für diese Preview-Feature auf Yes, also weil gerade sehr viele, ja, Preview-Funktionalitäten eigentlich erstmal nur, sag ich jetzt mal, visibel werden, wenn man das Ganze auf dem Environment, Validation Environment setzt. Ja. Also sagt quasi, das Ding ist nicht produktiv, das nutzt halt vielleicht das ein oder andere Public Preview Feature hier jetzt. Okay. Dann ein Hostpool beschreibt quasi den Zugriff oder den Zugriff auf die Desktops. Und es gibt zwei unterschiedliche Arten von Hostpools. Personal heißt, ein Nutzer kriegt quasi einen Desktop, ja, und wenn er den nächsten Mal, sage ich jetzt mal, wiederkommt, dann kriegt er halt wieder einen, wieder denselben Desktop, sage ich jetzt mal, dann zugewiesen. Ja. Ich kann es auch schon, sage ich jetzt mal, direkt vordefinieren, da muss ich halt dann sagen, okay, welcher Nutzer soll welchen Desktop, also sprich, welche virtuelle Maschine dann bekommen. Ist für den ein oder anderen hochprivilegierten Nutzer, der vielleicht Sachen installieren darf, durchaus okay, ja. Aber wir wollen ja vielleicht für den Office-Worker sowas wie eine gepoolte, eine gesharte Ressource machen, eben um dieses Windows 10 oder 11 Multisession da bestmöglich auszunutzen. Deswegen mache ich hier mal den Type auf Pooled, also auf quasi Shared. So. Auch hier zwei Möglichkeiten der Lastverteilung. Breadth First heißt, erster User auf dem ersten Desktop, zweiter User auf dem zweiten Desktop, dritter User auf dem dritten Desktop und so weiter und so fort. So viele, wie ich halt habe, Desktops, ja, da drin. Und wenn sie alle mit einem betankt worden sind, dann geht es ja halt wieder von vorne los, ja. Oder ich kann sagen, Depth First, ja, also sprich, mach den ersten voll, ja, wenn quasi 5 erreicht sind, ja, dann ist der erste voll, dann gehst du halt dann zum nächsten, ja. Gut, gibt es die zwei Lastverteilungsmechanismen. Gut, ich
geht zum nächsten Punkt und da ist das, was man in Azure normalerweise immer vielleicht gleich noch mit ausgefüllt hätte. Man wäre jetzt hierher gegangen in Azure und hätte gesagt, okay, gut, pack doch gleich noch direkt ein paar virtuelle Maschinen dazu, bestell die mal bereit. Das wäre der normale Azure-Weg gewesen, aber auf Azure Stack HCI-Weg-Ebene macht man das erstmal nicht, sondern das heißt, ich lasse diese virtuellen Maschinen, diese Azure-virtuellen Maschinen ja weg, sondern die laufen ja on-premise. Workspace mache ich auch später erst. Ja. Ich habe quasi eigentlich jetzt nichts mehr groß zu sagen, sondern ich habe jetzt hier eigentlich nur dieses Hostpool-Artefakt da erstellt. Wie gesagt, ihr seht hier die einzelnen Punkte. Das war jetzt nicht sehr viel, was ich gefragt worden bin, weil das Eigentliche passierte ja jetzt, und zwar on-premise, dass ich diese virtuelle Maschine quasi auf meinem Knoten dann erstelle. Gut, also Hostpool habe ich ich habe ihn aber noch nicht mit virtuellen Maschinen versorgt. Ja, das würde ich jetzt quasi machen. So, jetzt brauche ich erstmal eine virtuelle Maschine. Das heißt, ich wechsle mal auf meinen Azure Stack HCI-Knoten und ihr seht, da haben wir vielleicht auch schon das eine oder andere vorbereitet. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Domain-Controller und da mit dem, also dieser Domain-Controller soll halt später mein AD sein für diese zu erstellende virtuelle Maschine. Also die ist quasi Domain-Joint, wenn man so möchte. Gut, dann gehen wir mal her und machen den Schritt einfach mal. Also ich gehe hier auf meinen Azure Stack HCI-Knoten, sage, mach mal ein neues Windows 11. Nehmen wir es mal hier BF, ja, oder wie haben wir es genannt, vom Hostpool 4 vielleicht. Ja. Oder ich mache es von der Namensumgebung dann mal direkt anders und sage Hostpool 4, Windows 11 oder vielleicht sage ich mal VM 01 für die erste, die da drin ist. Ja. Der Location ist okay. Das soll in meinem Fall eine Gen 2 VM sein. Startup RAM, ja, machen wir mal jetzt nicht zu viel, weil ich habe es hier nicht so dicke. Netzwerk gebe ich mit dran. Und dann packe ich eigentlich noch eine virtuelle Harddisk dazu. Und die habe ich jetzt noch nicht. Also beziehungsweise die muss ich jetzt erstmal kopieren. Also das heißt... Ja, willst du das wirklich komplett zeigen? Weil wir haben die Maschine ja fertig. Ja, genau. Weil du hast noch eine Viertelstunde oder 18 Minuten. Okay, gut. Dann, du hast recht. Dann gehen wir nochmal auf die Schritte, die jetzt notwendig sind irgendwie. Ja? Weil das ist wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, wichtiger. Also ich habe, ihr glaubt mir, dass quasi hier diese Platte, die ich habe, ja, also diese Platte, die ich hier quasi generiert habe, die würde ich jetzt quasi an die VM anflanschen. Ich würde sie booten, ich würde die virtuelle Maschine in die Domäne mit reinnehmen. Ja, und das wäre jetzt quasi der Zustand, in dem ich jetzt bin. Ja. So, dann bin ich aber noch nicht fertig, sondern ich muss diese virtuelle Maschine, die ich da habe, die muss ich jetzt noch quasi mit bestimmten Tools quasi versehen. Ja, das heißt, zum einen muss dieser Desktop muss noch mit Azure Arc quasi enabled werden. Azure Arc ist quasi unser Single Pane of Glass oder unsere einheitliche Steuerebene, um On-Premise-Ressourcen quasi nach Azure rein zu mappen. Das ist jetzt vielleicht schlecht erklärt. Vielleicht zeige ich es euch einfach mal, wie das dann sich in Azure dann darstellt. Also Azure Arc hat quasi hier einen eigenen Reiter und einen eigenen Service-Verwaltungsknopf bekommen. Ja, und in Azure Arc kann ich eine Vielzahl von Ressourcen quasi mitverwalten. Und die Idee ist eigentlich, dass es jetzt nicht Azure-Ressourcen sind, sondern das sind Ressourcen, die bei mir zu Hause stehen oder vielleicht bei einem anderen Cloud-Anbieter stehen, wie in einer AWS zum Beispiel, ja, oder bei einer Alibaba stehen oder weiß der Henker wo oder beim Service-Provider stehen. Ja. Und hier binde ich quasi diese Desktops ein. Ja, gut. Server ist jetzt vielleicht nicht, sage ich jetzt mal, das erste einleuchtende Begriff für den Windows 11 Desktop, ja, aber letzten Endes ist es genau das, was ich hier mache. Ich binde hier quasi diese Desktops, die quasi in meinem
Azure Stack HCI laufen als virtuelle Maschinen, die binde ich hier ein. Ja. Wie mache ich das? Naja, ich installiere ein Stück Software, einen Agenten, der quasi sich hier relativ einfach oder schön über ein PowerShell-Skript quasi hier, das ich hier generieren lassen kann, ich bringe dieses Skript zur Ausführung innerhalb meiner VM, dann dauert es eine Zeit, einen gewissen Zeitrahmen, ja, und dann ist diese virtuelle Maschine hier konnektiert. Ja, und dann kann ich Azure-mäßige Dinge mit der machen. Was meine ich damit? Naja, ich kann Azure-like Services verwenden, wie das Update-Management aus Azure heraus. Ich kann Log Analytics verwenden, um die CPU-Performance-Daten, sage ich jetzt mal, nach Azure reinzuspiegeln. Ich kann Azure Policies verwenden, um zu gucken, sage ich jetzt mal, ist das Passwort, was ich vielleicht hier auf der VM habe, compliant mit folgenden Anforderungen und kann nötigenfalls die Azure Policies darauf applyen. Ja, ich kann Inventar checken, welche Software ist da überhaupt drauf oder was ist denn da passiert? Seit gestern funktioniert was nicht mehr. Was ist denn seit gestern installiert oder in der Registry installiert worden. All das, sage ich jetzt mal, sind Azure-Features, ja, die jetzt über Azure Arc relativ einfach auch on-premise auf diese VMs quasi applied werden können. Ja. Und das Azure Virtual Desktop Team hat sich gedacht, hey, wäre doch cool, wenn das quasi auch eine Grundvoraussetzung ist für so einen Desktop, ja, weil wer weiß, was da, sage ich jetzt mal, noch alles gemacht wird mit diesem Desktop. Also setzen wir mal voraus, dass diese Desktops Arc-enabled werden. So, das ist das erste Requirement. Das zweite, was ich hier jetzt machen muss, ist, dann habe ich ihn zwar Arc-enabled, diesen Desktop, ja, und kann solche Sachen hier machen, aber der ist jetzt noch nicht Azure Virtual Desktop enabled. Ja, was muss da dann passieren, um das zu realisieren? Naja, in Azure Virtual Desktop gibt es auch ein Stück Agentensoftware, die letzten Endes, sage ich jetzt mal, installiert werden müssen. Das sind zwei Komponenten. Einmal dieser Agent und dieser Bootloader. Und wenn wir mal in so einen Desktop reinspringen, mache ich dann gleich, dann werden wir diese Komponenten auch sehen. Und diese Komponenten sorgen dann dafür, dass sich eine virtuelle Maschine mit Azure Virtual Desktop verheiratet. Und wo stellt man das dann fest? Naja, das würde man dann an dem Punkt feststellen, dass hier diese virtuellen Maschinen einfach nach oben gezählt werden. Also für jede virtuelle Maschine, die diesen Agent installiert hat, mit dem entsprechenden Registrierungsschlüssel, den man dazu braucht, ja, der von Azure kommt, der speziell für diesen Hostpool vorgesehen ist, dann würde diese hier hochzählen und entsprechend hier auftauchen. Ja. Das haben wir natürlich schon vorbereitet, deswegen springe ich da mal mit rein. Also das heißt, man sieht hier diese On-Prem Hostpool 3 beinhaltet zwei VMs oder zwei virtuellen Maschinen. Und wenn man da mal auf die Namen guckt, ja, man sieht diese VMs sind auch hier available, die sind da. Da hat der Agent quasi ein Lebenszeichen davon zurückgegeben. Ja. Jetzt, wenn man natürlich ein bisschen genauer reinschaut, ja, und in die Umgebung reinguckt, dann sieht man auch, dass diese virtuellen Maschinen auf meiner Hardware hier laufen. Nämlich, das sind dann diese hier, also die Win10MU01 die Win11MU01 und die Win11MU02. Ja. So, also das heißt, die sind da, die haben auch nach Azure zurückreportet und sind auch schon im Hostpool registriert, ja. Deswegen grün. Ah, und was muss ich jetzt noch tun, damit ein Nutzer von extern darauf zugreifen kann? Ja, er braucht noch, sage ich jetzt mal, diese Anwendungsgruppe oder Rechte auf diese Anwendungsgruppe. Das heißt, da gibt es quasi dieses Artefakt der Anwendungsgruppe und da muss ich eigentlich lediglich sagen, okay, welche User sollen da drauf zugreifen können? Momentan seht ihr hier, diese AVD-Users-Gruppe ist da drauf gemappt. Und wenn ich jetzt hier auf den Add-Knopf gehe, ja, gut, macht es natürlich keinen Sinn, sage ich jetzt mal, noch weitere Nutzer da drauf zu nehmen, die sowieso in dieser Gruppe drin wären. Aber ihr seht quasi, dass diese Einträge hier, die kommen aus meinem Azure AD. Ja. Also das heißt, die User müssen in irgendeiner Art und Weise hier rein synchronisiert werden, um hier in dieser Auswahlliste auf diesen Hostpool berechtigt oder in dieser Anwendungsgruppe berechtigt werden zu können.
Okay, also soweit dazu. Wenn man das hat, fehlt eigentlich nur noch ein Schritt und der letzte Schritt ist quasi wirklich der hier, dass man sagt, okay, wir brauchen noch einen Workspace, das Ganze muss noch sichtbar gemacht werden. Der Workspace ist lediglich, sage ich jetzt mal, eine Ansammlung von Anwendungsgruppen, ja. Und das Ergebnis, was ich dann letzten Endes bekomme, ist dann quasi dieses hier, also sprich das in diesem Client, den es für unterschiedliche Betriebssysteme gibt. Ja, also in meinem Fall halt jetzt für ein Windows 11 64-Bit-Variante kriege ich dann halt quasi hier diesen Client. Und wenn ich mich als ein Nutzer hier anmelde, der in dieser AVD-Users-Gruppe drin ist, dann kriege ich halt diese entsprechende Ansicht angezeigt. Ja. So, und da sehen wir auch hier unsere Desktops wieder gespiegelt. Warum heißen die jetzt ein Stück weit anders wie im Azure? Naja, weil es für den Nutzer natürlich jetzt blöd ist, wenn das jetzt irgendwie ein kryptischer Maschinenname ist. Das heißt, man arbeitet natürlich hier mit Friendly Names. Das heißt, wenn ich sage, lass mich mal gucken, was in dieser On-Premise Desktop Application Gruppe drin ist. Da habe ich dann, Applications, da habe ich dann quasi hier diesen Namen hier eingetragen, um zu symbolisieren, was da letzten Endes, sage ich jetzt mal, für den Nutzer, für einen Mehrwert oder für ein Betriebssystem drinsteckt. Ja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal eine Verbindung auf dieses Ding drauf, oder? Und wir hatten ja zwischenzeitlich kurz mal die Frage nach GPUs oder nach Codec-Optimierung und so weiter. Und ich habe das schon in den Fragen so ein bisschen beantwortet. Jetzt mit Azure Stack HCI 21H2 können wir im Cluster Direct Device Assignment mit ganzen GPUs machen. Der Bernhard und ich, wir hatten das auch vorgesehen für die Demo. Ich war also gestern noch im Rechenzentrum in Frankfurt und habe GPUs verbaut. Aber es war jetzt leider so kurzfristig nicht mehr möglich, die zu präsentieren. Ein Bekannter von uns, der Udo Walberer von der Lenovo, mit dem hat Bernhard das letzte Woche implementiert. Also man kann auch in Azure Stack HCI dann ganze GPUs reinreichen. Und dann ist ja gerade so ein Multi-Session-Host interessant, wenn man sich hier eine GPU, die nicht ganz billig ist, dann in mehreren Sessions teilen kann mit mehreren Usern. Ja. Und da, das ist dann so ein Vehikel, weil viele warten natürlich auf das GPU-Partitionieren, also dass man eine teure, große GPU in Scheiben schneiden kann und dann verschiedenen Maschinen geben kann. Das ist bei Azure Stack HCI geplant für die nächste Version, also für das Azure Stack HCI 22H2. Aber Bernhard, was zeigst du denn da jetzt? Bewegte Bilder sind immer cool. Ja, bewegte Bilder. In den Vollbildmodus. Super. Ja, ist richtig. Aber ich will ja eine Sache zeigen, weil wie beweise ich jetzt, dass das Ding nicht wirklich, sage ich jetzt mal, on-premise läuft und jetzt nicht etwa in Azure irgendwie ist und geschummelt ist oder sowas. Also das heißt, ich produziere jetzt mal ein bisschen CPU-Stress, wenn ich das so darstellen kann. Zeigen wir es mal hier im Task Manager. Sollte ein bisschen was an Performance zumindest ja sichtbar sein. Also ich sehe, du hast da schon eine etwas dickere Kiste hier provisioniert, ja, auf deiner Hardware. Also was ist das? 14 Kerne und 32 Gigramm, ja. Das heißt, wir haben jetzt hier noch nicht einmal irgendwo eine GPU da drin, ja, und Direct Device Assignment haben wir noch gar nicht gemacht, aber wir haben hier schon 24, 25 Frames per Second. Das müsste ja irgendwo der Hypervisor, der es ausführt, ja mitkriegen. Also schauen wir mal, ob wir hier das irgendwo haben. Ja, also gut, ihr seht, also das wird wohl diese VM sein, die wir hier gerade etwas stressen oder sowas. Ja. Mach mal den Task Manager auf, weil man sieht ja mittlerweile ab Windows Server 2016 und auch bei Azure Stack HCI sieht man auch im Task Manager in der Management OS. Geh ruhig hier auf Fächen der logischen CPUs, Rechtsklick in die Grafik und dann sollten wir auch da. Nee, das ist jetzt nicht unser Host. Das ist nicht unser Host. Auf den komme ich ja nicht drauf. Das müsstest du jetzt quasi machen, irgendwie, damit wir das hier sehen, weil ich bin hier quasi nur auf einem Management. Ja, es ist ein Azure Stack HCI Host. Also vielleicht noch kurz zu unserem Environment. Wir haben zwei Azure Stack HCI deployed. Einen auf Hardware, da wollten wir euch das noch mit den GPUs zeigen. Da läuft gerade jetzt dieser Windows 11 Multi-Session Host, die beiden VMs. Und wir haben zusätzlich auch in Nested Virtualisierung, haben wir auch ein Azure Stack HCI deployed. Auch da kann man in den VMs, die dann in den VMs laufen, auch
das Azure Virtual Desktop einsetzen. Und das war auch gar nicht so langsam, natürlich nicht zu vergleichen jetzt mit der Performance, die du jetzt hier rausziehst. Also hier haben wir jetzt schon 14 Cores zugeordnet oder 14 Threads, da geht schon was. Ne? Und mit GPUs wird es natürlich noch besser. Klar, also dann nimmst du, sage ich jetzt mal, den Stress von der CPU und hast wahrscheinlich ähnliche oder noch bessere Performance. Ja. Okay. Du wolltest ja, glaube ich, auch noch was anderes Cooles zeigen. Weil also, ich hoffe, wir kommen auch noch zu Fragen. Momentan ist so der Chat etwas ruhiger. Ja, okay, also vielleicht noch eine Sache, die ja hier noch wichtig ist. Also wir sehen ja jetzt hier quasi, dass, wie der Traffic jetzt läuft. Ja. Und es ist jetzt schon etwas Bandbreite, die hier verbrutzelt wird. Und wenn man jetzt mal hier auf diesen Traffic hier guckt, dann stellt man ja eigentlich fest, okay, wie läuft jetzt diese Verbindung hier? Also die ist momentan, sage ich jetzt mal, mit 63 Millisekunden, ja, ist okay, aber ist jetzt, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht super optimal. Und TCP ist vielleicht jetzt auch nicht zwingend, sage ich jetzt mal, das beste Protokoll für so eine Remote-Desktop-Verbindung, ja, weil natürlich immer geguckt wird, dass jedes Paket auch wirklich letzten Endes ankommt. Deswegen UDP ist besser. Was auch noch, sage ich jetzt mal, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auffällt, ist, wenn man mal in diese Administrationsoberfläche geht, lasst mich mal kurz anmelden. Ja, man muss dazu sagen, du gehst, glaube ich, jetzt auch durch Azure, ja, und wir wollen ja gleich nochmal zeigen, dass man auch Azure umgehen kann, was ja auch für viele Leute interessant ist. Korrekt, also genau, also ich will eigentlich zeigen, sage ich jetzt mal, wie läuft denn der Traffic jetzt eigentlich, ja, und ihr seht, dass, und ich müsste das jetzt mal schauen hier, was man hier oben sieht, ja, also diese IP-Adresse, die man hier oben hat, ja, an die jetzt quasi diese riesen Bilddaten, die man jetzt hier hat, da verschoben werden. Wenn ich jetzt diese hier auflösen würde, ja, im Internet, dann wird die wahrscheinlich, oder ich gehe davon aus, dass man relativ schnell zurückbekommt, hey, diese IP-Adresse gehört der Microsoft, ja, und sie ist vielleicht, ich weiß nicht genau wo, in Deutschland oder in Amsterdam, wird die gehostet. Was ist das? Das ist der Gateway-Service, ja, das heißt, wir gehen jetzt hier von deiner Hardware, wo steht die gerade in Frankfurt, ja, gehen wir quasi zu dem Microsoft Gateway Service und von dem aus gehen wir quasi zu mir nach Hause Richtung Regensburg. Ja. Und für das ist, sage ich jetzt mal, die Verbindung schon ganz okay. Ja. Aber was ist jetzt der Fall, wenn ich jetzt quasi ja, in Frankfurt wäre? Also sprich, wenn das jetzt, wenn diese Hardware, wenn ich jetzt einen direkten Draht hätte, ja, dann wird es ja keinen Sinn machen, dass ich über den Gateway gehe, sondern ich möchte eigentlich im Prinzip die direkte Line haben. So, und das geht auch, das nennt sich UDP oder RDP Short Path. Das heißt, es ist möglich, dass man diesem Desktop hier sagt, bitte schau doch mal, ob es denn nicht eine andere Verbindungsaufbau machen kannst, der vielleicht optimaler ist, ja, nämlich direkt, sage ich jetzt mal, von deinem Knoten hier. So, und das will ich mal kurz simulieren. Das heißt, also ihr erinnert euch, wir haben quasi TCP hatten wir und wir hatten so eine Roundtrip-Zeit von 63 Millisekunden. Ja. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, dann probieren wir mal diese direkte Verbindung zu demselben Desktop. Dann schauen wir mal, wie das jetzt hier sich anlässt. Ja. So, man muss jetzt dazu sagen, der Bernhard ist jetzt auf auch wiederum per RDP aufgewählt auf ein System, was direkt neben den Servern steht, also im gleichen Subnetz ist, mit sehr direkten, kurzen Zugriffszeiten. Und du rufst jetzt, du simulierst jetzt, du bist ein User, der vor Ort sitzt, wo auch dann die Windows Virtual Desktops laufen, also in dem Rechenzentrum on-premise. Korrekt, Bernhard? Genau, also die Kiste ist quasi, die steht neben dem Desktop, ja, und ich verursache jetzt mal wieder ein bisschen Stress oder ein bisschen Netzwerkstress und gehe jetzt nochmal auf die Verbindungseigenschaften. Was ihr seht hier ist schon mal, wir haben hier UDP enabled, ja, und wenn wir hier unten reinschauen, bin ich quasi mit unter einer Millisekunde auf der Kiste mit drauf, ja, und die Bandbreite, dass die natürlich dann entsprechend höher ist, das ist dann auch klar, ja, also und das Ding steht halt quasi wirklich daneben. Und deswegen ist die Haptik, sage ich jetzt mal, natürlich zu dem System besser. Ja? Und wenn man jetzt nochmal diese selbige Geschichte hier machen würde, ja, wenn man sie denn finden würde, den Task Manager aufmachen.
und dann nochmal versuchen, hier diesen Traffic Flow da abzugreifen. Und wenn ihr jetzt denkt, das Bild ist jetzt natürlich nicht besser, das liegt daran, weil Bernhard quasi jetzt einen Doppel-RDP-Hop macht. Vorher war eigentlich das Bild smoother. Und du überträgst ja von Regensburg dein Bild über StreamYard jetzt in nach YouTube sozusagen oder wo immer ihr jetzt zuguckt. Mhm. Und wenn wir jetzt vor Ort sitzen würden an einem Bildschirm, wäre das natürlich was ganz anderes. Hier bist du ja RDP über RDP und das Bild wird übertragen. Ja, und ihr seht quasi jetzt hier, also diese Adresse, an denen die haufenweise Bytes quasi geschickt werden, ja, von diesem Desktop hier raus, ist direkt der HLH, ja, und das ist im Prinzip die Kiste, auf die ich quasi hier connected bin. Also sprich, der Traffic läuft quasi nur innerhalb des Netzwerks, ja, also nachdem quasi festgestellt worden ist, es gibt eine bessere direkte Verbindung, dann wird quasi umgeswitcht und die wird dann verwendet und ich habe eine bessere Performance. Okay. Ja, Elmar hat vorhin angemerkt, aber UDP hat auch Verluste, das ist gerade bei Teams in VDI eher ungünstig, oder? Da kann ich jetzt ehrlich gesagt nichts zu sagen. Ja, also ich meine, bei UDP nimmst du das ja nicht so genau, ja. Also sprich, wenn ein Paket mal nicht durchgeht, ja, dann war es das halt. Ist ja, es halt weg. Dann, das ist bei Videodaten aber gar nicht so schlimm, weil es nachliefern ist blöd, ne? Genau. Wie bei Sound. Korrekt. Also irgendwann interessiert es natürlich auch nicht mehr. Aber ob es natürlich für den ein oder anderen Use Case natürlich passt, muss man immer noch selber rausfinden. Also wie gesagt, es ist halt noch eine interessante Option, die man da hat. So, wir haben noch einen Vorteil, wenn wir keine GPUs einsetzen, nämlich unsere Maschinen sind voll mobil. Vielleicht möchtest du das auch nochmal zeigen oder ich kann es auch eventuell zeigen. Das ja, heißt, wir können natürlich in unserem Azure Stack HCI Cluster die VMs auch verschieben. Ja. Er kann die auch mit dem Load Balancing ausgleichen. Wir können auch im Cluster Anti-Affinity Rules benutzen, um halt dafür zu sorgen, dass immer Virtual Desktops zur Verfügung stehen. Eventuell haben wir einen Stretched Azure Stack HCI Cluster und sorgen dafür, dass zum Teil Session Hosts in der einen Lokation sind oder in der einen Site, Session Hosts in der anderen Site. Du zeigst gerade, wo die Maschine läuft. Jetzt muss ich mal also der Use Case wäre jetzt quasi folgender. Ich muss vielleicht einen Host patchen oder wie auch immer, ja, und muss ich jetzt meine User abmelden oder nicht, ja, sondern nee, muss ich nicht. Also wir testen jetzt einfach mal diese Haptik. Also wir haben jetzt vorhin von Client-Seite aus gesehen, wo die VM quasi ausgeführt wird, nämlich auf dem Fünfer hier, ja, und du könntest jetzt oder beziehungsweise ja, du kannst auch, du bist ja gerade dabei. Ich werde es mal live migrieren auf quasi den anderen Knoten, den wir dann noch zur Verfügung haben, nämlich den Sechser, ja, und werde gleich mal rüberspringen, also wenn der hier loslegt auf die VM, ob hier irgendwie was passiert, ja, also irgendwo wird es wahrscheinlich mal ein Stück weit ein bisschen hakeln, ja, okay, jetzt wird er wahrscheinlich irgendwann mal ein paar Dinge verlieren, aber irgendwie kriege ich es gar nicht mit. Ich glaube, die ist schon längst drüber. Meinst du? Okay, ja. Gut, dann mache ich jetzt hier mal einen Refresh drauf, ob das auch wirklich so ist. Ja, hast du recht. Also die wurde im Prinzip schon verschoben, was man hier dann quasi auch im Host-Parameter sieht. Also eigentlich habe ich es gar nicht mitbekommen als User, dass ich hier verschoben worden bin. Mhm. Damit kann man die Infrastruktur patchen. Okay, ja. Jetzt haben wir natürlich nicht das gesamte Bild zeigen können. Also die Zeit reicht jetzt nicht, um mit dieser downgeloadeten Multi-Session-Host VHD, die wir auch umgewandelt haben zu einer VHDX, eine Maschine zu kreieren, Domänen-Join zu machen, die Agenten zu installieren. Also wir müssen es ja auch nach Azure Arc aufnehmen. Ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal gemacht und muss gestehen, ich war doch positiv überrascht, auch wenn das jetzt hier sehr, ich sag mal, so ein bisschen holprig aussieht und der Bernhard alles mit PowerShell gemacht hat. Also das muss man natürlich nicht mit PowerShell machen. Ihr könnt das auch ganz normal über die URL runterladen. Dann dauert es halt länger, weil das AZ-Copy ist schon wirklich schnell. Wenn man es nicht mit PowerShell macht, diese 127 GB VHD runterlädt, dann dauert das auch schon mal je nach Anbindung. Also bei mir hat es über eine Stunde gedauert. AZ-Copy schafft das in 4,5 Minuten. Dann kann man auch in die VM reingehen, sich anmelden, das Domain-Join per Grafik machen, IP-Adressen per Grafik natürlich vergeben,
kann aber auch mit DHCP-Adressen arbeiten. Man kann den Agenten runterladen per Webbrowser und installieren. Das geht alles. Also man muss das nicht mit PowerShell machen. Mhm. Aber es ist natürlich, einfacher. Ne? Was machst du jetzt? Genau, ich wollte nur noch mal kurz noch mal kurz in die Anwendungen dann noch mal mit reinspringen. Also ihr seht, wir haben, das ist hier diese Variante mit Office schon vorinstalliert. Also wir haben das Image aus dem Azure Marketplace quasi genommen. Auch hier, man sieht FS Logix quasi noch als Möglichkeit, gerade was man ja bei Multi-Session-Betriebssystemen braucht. Da soll ja nichts vom User auf dem Desktop übrig bleiben, weil morgen hat er vielleicht einen anderen Desktop, den er dann bekommt, ja, sondern seine Profildaten sollen quasi auf einen Share abgelegt werden. Ja, und dafür ist im Kontext von Azure Virtual Desktop halt FS Logix gekauft worden und mit in die Produktsuite übernommen worden und halt jetzt mittlerweile schon vorinstalliert auf diesen Betriebssystemen mit drauf. Ja. Mhm. Das heißt, Dominik fragt kurz was, warte. Mhm. Dominik fragt, das funktioniert nur auf Azure Stack HCIOS oder kann ich auch Windows Server 2019 nutzen? Dominik meint wahrscheinlich Storage Spaces direkt. Dominik, funktionieren ist die eine Sache, lizenzrechtlich ist es nur auf Azure Stack HCI erlaubt, weil nur Azure Stack HCI ist Azure und nur da darfst du Windows Virtual Desktop oder Azure Virtual Desktop benutzen. Ich denke, es ist technologisch schon möglich, sich so eine AVHD zu klauen und auch zu betreiben, aber es kann sein, dass es auch da Barrieren gibt, dass es technisch nicht funktioniert. Nur lizenzrechtlich, nur auf Azure Stack HCI. Ja, korrekt. Und da wir ja alle nur lizenzrechtlich sauber sein wollen, das ist ja in sämtlichen Genen jedes IT-Administrators drin, damit nur Azure Stack HCI. Ja. Und der Elmer wagt sich auch noch zu einer offiziellen Aussage. Der Elefanten-Elmer hier, alles klar. Elmer fragt nach den Skripten. Ja. Der Bernhard, das so immer macht, der stellt die zur Verfügung. Ja, wahrscheinlich. Verraten wir natürlich nicht, ihr müsst suchen. Nee, weiß nicht, wie wir es machen wollen, kannst du überlegen. Entweder mache ich es auf meinem GitHub-Repository. Mach es auf deinem GitHub, ja. Alles klar, gut. Also einfach nach bfrankms suchen bei GitHub, da werdet ihr dann fündig werden, da stelle ich es dann einfach rein als AZ. Stack HCI AVD. Lass mich mal kurz noch mal ein bisschen Reklame machen, weil bei uns fallen schon so ein bisschen die Teilnehmer raus, weil wir die Stunde schon überschritten haben. Zwei Informationen, also das Azure Virtual Desktop ist auch Bestandteil meines Azure Stack HCI Kurses, wo es jetzt unter powerkurs.net auch die Termine für nächstes Jahr zu finden gibt. Also wenn ihr Interesse da habt, zu Azure Stack HCI auch ein 4,5-tägigen Kurs mitzumachen, wo auch diese Themen behandelt werden. Gerne. Das Zweite ist, ich wollte mein nächstes Webinar ankündigen. Da muss ich jetzt mal kurz in meinen Terminkalender gucken, weil ich habe mit Cosmos Darwin gesprochen. Wir wollen ein gemeinsames Webinar machen zu Azure Stack HCI 21H2. Gemeinsam heißt Cosmos präsentiert und ich kündige ihn kurz an, so ungefähr. Und das Ganze ist geplant für den 25. Januar, leider etwas später, um 17 Uhr. Das wäre also der 25. Januar, das ist ein Dienstag, 17 Uhr, weil dann ist bei Cosmos 8 Uhr morgens und ich konnte ihn jetzt nicht bewegen, um 5 Uhr aufzustehen für uns, für ein Webinar. Ich bin froh, dass er es um 8 Uhr macht. Also wer daran Interesse hat, das werde ich dann einstellen, auch wieder bei YouTube. Und wir werden, oder er wird nochmal über, ich hatte ihn gebeten, nochmal über die Neuerungen in 21H2 zu gehen, weil viele Leute kennen das eigentlich noch nicht, was geht alles damit. Und auch dann werden wir später weitere Webinare machen, wo wir nochmal in die Tiefe gehen, wie jetzt hier zum Beispiel bei Azure Virtual Desktop. So, Bernhard, jetzt sind wir wieder bei dir. Also, wichtige Ankündigung habe ich gemacht. Wir können auch gerne was zeigen. Und wenn euch noch Sachen interessieren, stellt einfach Fragen auch im Chat. Auf den Heiko antworte ich gleich. Jetzt erstmal wieder du, Bernhard. Okay. Was ich euch noch kurz zeigen wollte, war FS Logix. Also wir hatten in unserer Umgebung noch eine
virtuelle Maschine eingerichtet mit FS Logix. Das ist jetzt ein Windows 10 Multisession gewesen. Ich glaube, auch hier hat man UDP soweit aktiviert. Gut, spielt aber jetzt keine Rolle hier, sondern FS Logix ist einfach, sage ich jetzt mal, eine Möglichkeit, die Profildaten, die natürlich jetzt vom User auf dem Desktop geschrieben werden, unter Documents abgelegt werden, einfach transparent für den Nutzer. Ja, also der kriegt davon nichts mit, dass hier eine Redirection, sage ich jetzt mal, stattfindet, sondern es sieht für ihn aus wie eine ganz normale VM hier, ja, mit seinen Daten, nur alles das, was er hier oben quasi speichert, ja, das wird auf dem Fallschirm geschrieben. Ja. Und auf dem Fallschirm selber sieht man dann letzten Endes, sage ich jetzt mal, halt die Ressourcen. Dann schauen wir mal, navigieren wir mal auf den Fallschirm. Das wäre dann quasi, wie heißt der FS Profile, glaube ich. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob es von dem hier ging. Zu viele, genau. So sieht es dann auf dem Fallschirm aus. Also das heißt, ich kriege halt dann einen kryptischen Pfad, der halt von der SID von dem User abhängt. Und da drin gibt es dann eine virtuelle Harddisk. Und würde ich jetzt diese virtuelle Harddisk quasi mounten, ja, dann würde ich im Prinzip diese Desktops, Documents, Pictures und was weiß ich was nicht, Folder sehen, sage ich jetzt mal, ja. Und das finde ich als weiteren Vorteil, ja, wenn man das jetzt quasi on-premise auf Azure Stack HCI abbildet, ja, dann kann ich da ja beliebig performante Storage dranhängen, weil ich bin ja quasi der Chef der Hardware. Ich tue mich vielleicht ein Stück weit ein kleines bisschen einfacher, irgendwie das Szenario vielleicht zu backuppen oder zu sizen oder zu scalen, ja. Weil gerade diese Profildaten in Azure natürlich auch auf Azure Files basieren. Also wenn man es jetzt komplett in der Cloud betreiben würde, ja, dann ist das ein Teil, der von den Kosten her auch substanziell zu Buche schlägt, ja, weil da muss man Azure Premium Files verwenden. Der Vorteil ist, wenn man das Ganze on-premise betreibt, hat man vielleicht schon performantes Storage da, dass man nicht extra dann noch mit teuren Azure Credentials oder mit Azure Kosten, sage ich jetzt mal, Azure Credits, sage ich jetzt mal, bezahlen muss. Ja. Also das wäre, sage ich jetzt mal, weil der beeinflusst, sage ich jetzt mal, schon die Haptik, wie schnell sich ein User an- oder abmelden kann. Ja. Bernhard, möchte ich kurz was zu sagen, weil ich implementiere ja Storage Spaces Direct und Azure Stack HCI bei Kunden. Und was wir oft machen, ist einen virtuellen Storage Spaces Direct Cluster aus zwei Knoten, weil diese User Profile Disks sind ja VHDX und das ist optimal für einen hochverfügbaren Storage Spaces Direct Cluster als Converged. Also wir bieten da Shares an, die sind auch hochverfügbar. Da kann man auch zwei Maschinen laufen lassen, dass diese User Profile Disks auch, wenn man einen dieser Knoten patcht, weil dieser File Server ist ja auch ein Windows Server, der muss auch ab und zu mal gepatcht werden. Kann man diese zwei Knoten betreiben und einen durchpatchen, updaten, der andere läuft dann, übernimmt die Shares und so weiter. Also es ist auch eine schöne Lösung, was auch öfters wirklich dann in Virtualisierung gemacht wird. Das ging ja auch. Und danke, Elmar, dass du dabei warst. Wir müssen morgen mal telefonieren, Elmar, so als Ankündigung. Ich sehe ihn gerade verschwinden. Jetzt gibt es noch eine Frage von dem Heiko, ich zeige die mal. Heiko fragt, sind nur spezielle GPUs für AVD auf Azure Stack HCI supported? Müssen diese zertifiziert werden? Heiko, der Bernhard ist kein Azure Stack HCI-Spezialist. Ich denke, also es funktioniert, das DDA funktioniert auch mit älteren GPUs. Wir haben einen Bekannten von uns, den kennst du auch, den Udo Walberer von einem anderen OEM jetzt als du und der Elmar, haben wir mit der Tesla P4 hat er das bereitgestellt und das funktioniert. Ob das dann supported ist oder was da für Voraussetzungen sind, da habe ich jetzt von der Produktgruppe noch nichts gehört. Ich nehme an, du auch nicht. Also wir haben ja auch noch das AVD auf Azure Stack HCI ist ja noch im Public Preview. Also ich weiß nicht, wann es dann wirklich offiziell supported wird und was dann die
Voraussetzung werden. Aber bin ich auch ganz gespannt. Der Thomas. Einen Nachtrag noch. Also es kann, ja? Also was ich gesehen habe, ist von der Lizenzierung her, sage ich jetzt mal, um die performanten Treiber für zu verwenden zu können. Also zumindest habe ich das bei Udo gesehen, kann es sein, irgendwie, dass du einen speziellen Lizenzserver von Nvidia vielleicht brauchst, ja, den du bestücken musst mit expliziten Lizenzen, wo vielleicht dann wiederum Cash anfällt oder wo du was bezahlen musst. Aber das ist ja ein Nvidia-Thema. Ja, für diese Multisession-Geschichten brauchst du ja da wiederum Lizenzen für die User. Bei AMD weiß ich nicht, ob es da auch so ist. Dann fragt Thomas S., GPU-P ist für 22H2 geplant. Für welche Karten gibt es da schon was Genaueres? Thomas, ich versuche das verzweifelt von der Produktgruppe rauszukriegen, womit die das testen. Weil auch ich möchte natürlich, GPU-P ist ein ganz heißes Thema und wenn ich mir Hardware anschaffe für die Server, dann sollten die natürlich auch GPU-P unterstützen. Aber ich habe bisher von der Truppe noch nicht erfahren, mit welchen Karten sie das testen. Was man vermutlich nehmen kann, es gibt ja auch in Azure die GPU-Partitionierung oder in Azure gibt es sie bereits und da ist es, glaube ich, diese N25-Karte, die ist, glaube ich, auch von der Nvidia, die ist aber ziemlich teuer. Ich habe da irgendwie sowas von über 10.000 Euro im Kopf. Mit der könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Aber das ist mir zu heiß, gerade mit meinem Budget, mir zwei Stück davon zuzulegen. Und dann kommt dann nächstes Jahr hoffentlich das GPU-P raus und dann ist die Karte gerade nicht supportet. Ja? Weil bei mir, wisst ihr, für mich ist das Spielen und Schulen und nicht produktiv betreiben. Und ich würde es auch gerne wissen. Sobald ich was weiß zu dem Thema, werde ich das natürlich auch irgendwie veröffentlichen oder wir werden dann nochmal ein Webinar zu machen. Weitere Fragen, hier Heiko sagt auch nochmal, die Grid-Lizenzen von Nvidia sind da, ja, die sind erforderlich, Heiko, wenn du die volle, auch bei dem DDA, also wenn du jetzt die GPU voll reinreichst in diesen Multisession-Host, dann sind die Treiber von Nvidia, so habe ich es gelernt, sind gedrosselt, also auch was die Frames per Second betreffen wohl. Und wenn man diese Grid-Lizenz dann hat, dann wird quasi diese Drosselung aufgehoben, aber du musst halt zusätzlich einen Nvidia-License-Server haben. Ich glaube, 90 Tage gehen kostenlos und danach muss man Lizenzen bereitstellen. Das will aber Nvidia haben. Da hat jetzt Microsoft nichts mit zu tun. Okay, Bernhard, du noch Themen? Sonst haben wir vielleicht noch Fragen, die euch noch interessieren. Sonst machen wir einen Sack zu, weil wir sind schon 15 Minuten drüber. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen chaotisch, will ich nicht sagen, aber es waren viele Themen auch in den Demos. Nur ich habe Bernhard gebeten, dass wir wirklich viele Demos machen, weil sonst bleibt es sehr trocken. Und ich denke, man soll das zeigen. Wenn das Thema vielleicht wirklich dann aus dem Preview raus ist, machen wir nochmal eine rundere Session und zeigen das nochmal. Bis dahin haben wir dann auch die GPUs, denke ich mal, mit im Einsatz und können das voll zeigen. Also ich bin persönlich, muss ich wirklich sagen, ich war sehr skeptisch dem Thema gegenüber. Mich hat auch die Nachricht zur Ignite überrascht, nicht ganz. Wir haben ganz kurz vorher davon erfahren als MVPs, dass Azure Virtual Desktop wirklich kommt und dann gleich im Public Preview. Also ich finde es interessant. Thema, was natürlich noch zu klären ist, wie ist das Pricing? Und da bin ich auch sehr gespannt, ob Microsoft das technische Feature auch in dem Pricing weiterhin interessant hält, ich will es mal so sagen, oder ob sie es schaffen, das Interesse, was jetzt draußen existiert, irgendwie abzuwürgen. Nur ich möchte natürlich auch daran erinnern, wenn ihr Citrix macht oder wenn ihr VMware Horizon ist, glaube ich, der richtige Name, da fallen ja auch zusätzliche Lizenzkosten an. Deswegen müssen wir mal einfach sehen, ist es interessant, ist es nicht interessant. Ich finde die Technik auf jeden Fall interessant, auch mit dem Shortpass. Ich hatte ja auch die Anmerkung, dass man ja über die Management Plane in Azure braucht. Wenn die Verbindungen aufgebaut sind, läuft das Ganze natürlich auch lokal. Also dafür brauchen wir das Management Plane nicht. Aber natürlich zum Aufbau einer Session, zum Finden des Hosts und so weiter, brauchen wir schon ein funktionsfähiges Azure. Korrekt, Bernhard? Ja.
Also wo man, sage ich jetzt mal, glaube ich, noch ein Stück weit eine Reise zu gehen haben, ist in den ganzen Betrieb und in dem Management-Support. Also ich meine, der Grund, warum ich mir ein PowerShell-Skript geschrieben habe, ist einfach, dass der Ablauf der Erstellung von so einem Desktop noch ein bisschen mühsam ist, sage ich jetzt mal, noch ein bisschen zäh ist. Aber wenn dann, sage ich jetzt mal, alle Komponenten eingerichtet sind irgendwie, dann ist die Haptik eigentlich ganz gut. Ja. Die Performance finde ich eigentlich ganz ansprechend. Natürlich kommen dann hinten raus noch ein paar Betriebsthemen, sage ich jetzt mal, die meiner Meinung nach auch noch nicht ganz rund sind. Ja, also die Authentifizierung zwischen Azure AD und On-Prem beim Login. Also ich habe momentan diese Desktops, die wir da haben, irgendwie, die sind AD-joined. Ja. Das heißt, erstmal, um dass du dich überhaupt mit dem Desktop verbinden kannst, brauchst du ja quasi hier diesen Feed, also diese Ansicht von deinem Remote Desktop Client. Ja. Und die kriegst du, indem dass du dich gegen das Azure AD authentifizierst. Ja. Wenn du dann quasi noch einen Doppelklick auf diesen Icon hier machst von so einem Desktop oder von so einer Remote-App, dann läuft quasi die Authentifizierung gegen den Domain-Controller dann. Und da, sage ich jetzt mal, hast du quasi nochmal einen zweiten Logon-Prompt, ja, wie auch. Also ob es jetzt, sage ich jetzt mal, ein Stück weit ohne klassischen AD funktioniert, habe ich, wie gesagt, noch nicht getestet. Es ist auch noch nicht allzu viel oder alles publiziert. Ich weiß, dass das Thema heiß ist. Ich glaube, ich sehe da auch viel Demand da, aber es ist einfach noch einiges, sage ich jetzt mal, was da, glaube ich, kommen wird. Noch unklar ist einfach, wo wir noch ein Stück weit leben müssen irgendwie damit. Aber wenn ihr interessante Use Cases habt, Proof of Concepts habt, dann lasst es mich wissen irgendwie, wenn ihr da Unterstützung braucht. Jetzt kommt mal nochmal eine Frage von Markus rein. Markus möchte Azure Virtual Desktop auf einem einzelnen Hyper-V-Server oder auf einer VMware-Landschaft betreiben. Wie gesagt, heute ist das Laufenlassen von Azure Virtual Desktop nur auf Azure Stack HCI erlaubt und zu lizenzieren, ein Betreiben, wenn ihr euch, sage ich mal, irgendwie diese Sessions und so weiter besorgt. Selbst wenn man es ans Laufen bekommt auf einem Standalone Hyper-V-Server oder in einem VMware, ist das lizenzrechtlich nicht erlaubt. Ja, also ihr wäret dann auf jeden Fall in einem Bereich, wo ihr lizenzrechtlich das nicht richtig betreibt. Ich glaube aber auch, dass gewisse Themen eingebaut sind, dass Azure Virtual Desktop dann nur auf Azure Stack HCI läuft oder laufen wird. Also nein, ihr müsst Azure Stack HCI einsetzen, nicht Windows Server 2019 Data Center oder 2022 Data Center und auch schon kein anderer Hypervisor. Es muss auf Azure Stack HCI laufen. Ja, ganz wichtig, Leute, die, also ich habe mitbekommen, dass einige Kunden, die vorher sehr Azure-kritisch waren, als dann Azure Virtual Desktop, damals hieß es ja noch Windows Virtual Desktop, herausgekommen ist, diese Kritik an der Cloud doch sehr schnell verschwunden und die haben wirklich gestürmt auf dieses Windows Virtual Desktop in Azure. Microsoft hatte zum Teil auch echte Probleme, jetzt auch natürlich jetzt in der Pandemie natürlich noch mehr, genügend Hardware in Azure bereitzustellen, um überhaupt den Demand befriedigen zu können. Und für die Kunden, die jetzt nicht das in Azure machen wollen oder wo jetzt die Verbindung von einem Azure Virtual Desktop auf die Ressourcen, die dann on-premises sind, also ich habe eventuell meine VM in Azure laufen, wo mein Desktop läuft, aber meine Daten liegen doch on-premises, da bietet das jetzt eine richtig gute Möglichkeit. Und ja, es wird Geld kosten. Klar, gute Sachen kosten Geld. Das ist so. Wir müssen jetzt nur gucken, wie viel Geld es kostet. Ja, es wird sicherlich nicht viel billiger sein, wenn überhaupt, als in Azure. Nur damit habt ihr es bei euch und könnt natürlich die Features nutzen. Es gibt ja immer noch Alternativen, die ihr natürlich auch wählen könnt. Also ich verstehe schon, dass Microsoft natürlich Geld damit verdienen will. Wie viel müssen wir sehen? Okay, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, sage ich danke, Bernhard. Fand ich gut. Wir haben diese Demo sehr schnell zusammengestrickt. Wir haben vor 2 Wochen angefangen in Nested Virtualisierung. Ich habe dann gestern nochmal Hardware aufgesetzt in Frankfurt, neu bestückt. Das haben wir heute Morgen noch zusammengekloppt, damit das Windows 11 Virtual Desktop mit Office drin, das Office hast du jetzt gar nicht gezeigt. Wir haben uns so viel Mühe gegeben. Da war Word, Excel, Teams drin.
Whatever. Aber ich denke mal, wir werden vielleicht noch mal was machen oder ich werde auch noch mal ein Webinar machen, wo wir das noch mal ein bisschen runter zeigen. Und ja, Thomas, wir müssen gucken, wie sie es absetzen. Und du hättest, Thomas hätte gerne eine Notfall-Control-Plane on-premise, falls mal Azure nicht verfügbar ist oder die Verbindung zu Azure. Das ist ja vielleicht sogar noch eher das Problem, dass wir halt dann, Internet ist ja in Deutschland noch nicht, wie soll ich sagen, 100% verfügbar und in genügender Bandbreite. Okay, bedanke mich. Ich wünsche allen ein frohes Weihnachten und einen guten Rutsch und ich hoffe, wir sehen uns im neuen Jahr dann wieder mit bei dem Webinar mit Cosmos Darwin, wo er uns nochmal alle Features, die in 21H2 rausgekommen sind, nochmal präsentiert. Und er hat mir schon was erzählt, was dann demnächst kommt. Vielleicht kann er dazu ja auch schon mal einen Teaser loslassen. Also es wird auf jeden Fall spannend. Ja, danke. Und letzte Wort hat Bernhard und dann machen wir den Sack zu. Danke und macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.